da ich nicht jetzt, also da gab es letztens schon so einen Verdacht und da möchte ich jetzt nicht diese Person irgendwie, also ich möchte die Person in Schutz nehmen, fertig. Und ja, deswegen, cooler Typ. Was? Was? Hä? Okay, läuft bei dem Typen. Willkommen zu einer weiteren Runde von Steve Games und ja, heute geht's um das Thema Mobbing, Leute. Ich möchte nicht wirklich sad irgendwie so reden, ich möchte ganz normal reden und nicht irgendwie auf sad Stimmung machen, nur weil ich über Mobbing rede. Ja, es geht los, Leute. Ihr seid bestimmt alle schon mal in Kontakt gewesen mit Mobbing. Mobbing ist ein präsentes Thema in unserer Gesellschaft, vor allem in meinem und auch eurem Alter, Leute. Ich bin 16, Durchschnittsalter meiner Zuschauer liegt laut Analytics bei 14. Also Leute, auch in eurem Alter gibt es Mobbing. Das kann man nicht abschreiten, egal ob Täter oder Opfer. Mobbing ist einfach etwas nicht so Schönes, darüber möchte ich reden. Auf Anfrage einiger Zuschauer und Abonnenten und Abonnentinnen rede ich darüber und generell mal, um das zu klären und vielleicht das ein oder andere Mobbing, um den ein oder anderen Mobbing-Fall, sorry, aufzuklären bzw. aufzuhalten. Ja, denn Mobbing ist etwas, das kann Leben retten, wenn man das verhindert, bzw. es kann aber auch Leben, kann Leben auch enden, Leute. Es haben sich schon Millionen von Leuten aufgrund von Mobbing umgebracht. Ja, und das ist nichts Lustiges. Wenn ihr irgendwo in Kontakt mit Mobbing seid, und da rede ich jetzt, will ich jetzt nicht in die Rolle eines Erwachsenen schlüpfen, aber es ist einfach so, dann geht dazwischen oder was weiß ich, helft diesem Opfer, denn ich kann nur selber so sagen, wie ich es weiß, Mobbing ist richtig, richtig beschissen. Ihr werdet nicht gemocht, ihr werdet von Gruppen oder wahrscheinlich auch relevanten Personen in eurem Umkreis, die eine, naja, ich sag mal, Autorität haben innerhalb einer Peer Group oder was weiß ich, nicht gemocht, ihr werdet, auf euch wird gestichelt oder was weiß ich, angespuckt, so Sachen. Und Mobbing macht runter, Mobbing macht depressiv und vor allem, Leute, und das ist das Schlimmste, man kann meistens als Opfer, oder man kann eigentlich nie was dafür als Opfer, denn vor allem, es ist halt so, manche sagen dann auch, ja, aber er hat's verdient, Jungs, oder Mädels, sorry, Mobbing hat keiner verdient. Ja, Mobbing, das möchte ich einfach mal mit diesem Video klarstellen, dass Mobbing echt nicht okay ist, egal ob ihr Opfer seid, egal ob ihr Opfer oder Täter seid, Leute, erkundigt euch, holt Hilfe, gegebenenfalls, sucht ihr nach einer Lösung, das war, na, war, was? Leute, habe ich irgendwie Déjà-vu? Das passiert dauernd. Mobbing ist wirklich etwas, was sehr, sehr präsent ist. Und egal, ob man Opfer oder Täter ist, Leute, geht Mobbing aus dem Weg. Als Opfer rate ich euch, euch einer Hotline irgendwie anzuvertrauen oder einer Kinderhilfe. Da gibt es genügend. Ich kann mal nach einer suchen und die in die Videobeschreibung packen, denn ja, mir ist es sehr, sehr wichtig. Ja, das Mobbing ist halt einfach eine Sache, die kann depressiv machen, die kann das Leben von einem zur Hölle machen. Und wer möchte das schon? Wer möchte ein schlimmes Leben haben? Leute, wer möchte das? Richtig, Leute, keiner. Und wenn ihr Täter seid, ja, wenn ihr Täter sein sollt, ich lege euch ans Herz, damit aufzuhören. Denn, ja, ich möchte jetzt nicht im Sinn von Karma sprechen oder irgendwie mit Karma anfangen, aber alles kommt mal irgendwie, alles kommt mal zurück, Leute, alles. Und wenn ihr Täter seid, seid ihr vielleicht irgendwann selber mal Opfer oder ihr zerstört eben das Leben einer Person. Und alleine dieser Gedanke, dass man das Leben irgendeiner Person zerstört aus einem vielleicht sogar sinnvollen Grund, aber dafür gibt es keinen sinnvollen Grund, jemanden zu mobben, Leute. Allein dieser Gedanke sollte schon einem gesunden und klaren Menschenverstand dazu verleiten, aufzuhören. Und ja, dass ihr einfach mal ein bisschen Positivität, wenn man das so nennen kann im Deutschen, ich habe keine Ahnung, Leute, ich bin auch nur ein Stein, verbreiten kann. Das ist, liegt mir sehr am Herzen, dass ich euch das mal so sagen kann. Ja, es ist halt auch so, dass das in Schulen eher so, ich sag mal nochmal, in Schulen wird viel gemobbt, Leute. In Schulen wird wirklich haufenweise gemobbt und das sollte echt aufhören. Ich habe Kontakt mit Mobbing gehabt, ob Täter, Opfer oder auch nur Zuschauer, das sage ich nicht, da ich nicht jetzt, also da gab es letztens schon so einen Verdacht und da möchte ich jetzt nicht diese Person irgendwie, also ich möchte die Person in Schutz nehmen, fertig. Und ja, deswegen sage ich da nichts Genaueres zu, außerdem gehört es auch zu meinem Privatleben und das möchte ich auch nicht mit euch teilen, um ehrlich zu sein, also noch nicht.
So, und ja, ich hoffe, dass die Message so ein bisschen bei euch angekommen ist, Leute. Denn egal was ich hier mache auf meinem Kanal, ja, ich möchte euch was auf den Weg geben. Und wenn ich was euch irgendwie beibringen kann, ja, dann ist es das wenigstens, dass ich wirklich euch zeigen kann, dass Mobbing, egal wie, egal wo, egal gegen wen, egal warum, egal in welchem Rahmen und egal wen von wo aus gemobbt wird oder wer von wo aus gemobbt wird, Leute, es ist nie ein Grund. Es gibt keinen Grund für Mobbing. Und ich rate euch wirklich, bei der Hotline in der Videobeschreibung anzurufen, wenn ihr Probleme habt. Ich hoffe, die Hotlines oder die Hotline, die in der Videobeschreibung geschrieben oder verlinkt sind, dass sie noch aktuell sind, das wäre gut. Und oh, der hackt, aber der kann mich irgendwie nicht schlagen. Läuft bei ihm. Cool, cooler Typ. Was? Was? Hä? Okay, läuft bei dem Typen. Yo, nice. Da haben wir auf jeden Fall den Hacker besiegt, Leute. Jede Runde ein Hacker. Grüße an NutzerRazor übrigens. Auf jeden Fall, Leute, hoffe ich, dass diese Message bei euch angekommen ist. Denn mir ist das, ja, das ist einfach was sehr, sehr Wichtiges. Und sowas sollte aufgeklärt werden. So ein Thema sollte immer präsent sein. Egal, ob ausgeführt oder auch nur theoretisiert. Ich hoffe, das war richtig ausgesprochen und ausgedrückt gerade. Ich bin eh dumm, ihr wisst. ja, nee, dumm bin ich nicht. Aber ich sag manchmal viel Scheiße, das kennt ihr von mir. Und das Bett haben wir. Und Leute, damit würde ich sagen, wir machen noch eine Runde, denn das war ein bisschen kurz. Leute, guckt bei Tab, ich heiße einfach Steve. Ist ja gar nicht auffällig oder so. Achso, Jungs, Grüße gehen raus an Marmorstein. Das ist ein Abonnent. Habe ich im letzten Video verlinkt. Was oben auch in der Infokarte verlinkt ist. Ja, das Video könnt ihr euch mal gönnen. Das war ziemlich nice. Und ja, übrigens, Leute, wenn ihr Real Talk Themen oder sonstiges irgendwie Ideen habt, ja, dann schreibt mir einfach mal einen Kommentar. Und mit der Idee am besten, weißt du. Weil dann kann ich euch zufriedenstellen. Ihr könnt mich zufriedenstellen. Und das ist so ein Geben und Nehmen. Und es ist nice. Wir haben jetzt, wenn ihr das Video seht, 12.000 Abonnenten. Ich bedanke mich herzlich, wirklich recht herzlich bei jedem, der ein Abo dagelassen hat. Und wenn er nicht aktiv ist, kann er gerne auch deabonnieren. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und Leute, ihr tut mir keinen Gefallen, indem ihr mit Multi-Accounts abonniert. Das ist eher eine Strafe, da ich dann inaktive Abonnenten habe. Also Leute, geht drauf ein. Oder lasst es, dann ist der Stein traurig. Ihr könnt es euch aussuchen und lol, er lebt sogar noch. So, der Typ will sterben, habe ich gesehen. Der hat Sterbehilfe beantragt und jetzt wird er auch gesterbt, wollte ich gerade sagen. Wird er auch getötet. Und ich glaube, der hat auch Sterbehilfe beantragt. Aber das hat man ja gesehen, Leute, weil sonst passiert sowas ja nicht. Auf jeden Fall sau korrekt, dass wir fast die 1000 Likes auf meinem letzten Video haben. Und auf dem vorletzten mit wann kommt die Handcam. Deswegen kommt deine Handcam demnächst. Ich muss noch alles einrichten und dann ist es easy. Und den kann man mal töten, oder? Ah, wir sind tot. Und damit würde ich sagen, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst natürlich ein Like da und ein Abo würde mich freuen und einen Kommentar. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.